Hallo, hier ist Michael Ape für Cottbus TV. Nach einem vollendeten Sprung hier in die Schaumgummigrube des Sportclub Cottbus. Wir sind heute hier zu Gast bei den Trampolinsportlern. Soll ich den Sprung nochmal machen? Ja! Also ich heiße Christian Kaiser, bin 19 Jahre alt und komme hier aus Cottbus. Und wie bist du zum Sport gekommen? Es hat angefangen in der ersten Klasse, da habe ich ein bisschen Turnen gemacht. Dann bin ich in der dritten Klasse dann hierher gekommen. Und dann habe ich das fast täglich gemacht. Dann bin ich auf die 18. Grundschule gekommen. Und in der, also 2001 habe ich dann mit Trampolin angefangen und bin damit dann auch auf die Sportschule gekommen. Und hast du ja schon dann an vielen Wettkämpfen teilgenommen? Ja, also Wettkämpfe sind natürlich viele so im Jahr verteilt. Gibt es eine Wettkämpfe, wo du dich gerne daran erinnerst? Das war toll gewesen damals, das war so ein ganz besonderer Wettkampf für mich. Also besonders war auf alle Fälle die Schülerweltmeisterschaft 2007 in Kanada. Schon alleine dorthin zu fliegen und das ganze Feeling mal mitzukriegen, das war schon klasse gewesen. Bist du schon öfters im Ausland gewesen dann zu Wettkämpfen, ja? Ja, also so oft war es auch noch nicht, aber es war schon, mal in Ordnung. Und auch schon mal Preise gewonnen, ist ja eine starke Konkurrenz, ne? Immer so. Ja, also ja, deutsche Meistertitel habe ich gewonnen, ein paar. So im Synchron und im Einzelein mit der Mannschaft. Ja. Du sagst es, als ob das so selbstverständlich wäre. Ich finde, ein deutscher Meistertitel, na hallo, also gibt ja sicher noch andere, die auch Trampolin studieren, also trainieren. Ja, klar. Also jetzt in der Erwachsenenklasse ist es auf alle Fälle schwerer, da was zu gewinnen. Da muss man schon richtig kämpfen, aber so Jugendklasse, da war das noch ganz in Ordnung. Also da war ich noch relativ gut gewesen. Wo kommen denn die Konkurrenten her? Aus welchen Städten? Die Deutschen jetzt, sagen wir mal. Aus ganz Deutschland. Hauptsächlich ist Stuttgart, Bad Kreuznach, Frankfurt sehr stark, München. Ja, das sind so die mir jetzt einfallen, die stark sind. Und was möchtest du mal machen, wenn du so später, also beruflich, hast du da Ziele? Ich meine, du bist jetzt 19, gehst du noch zur Schule? Nee, nicht mehr, ne? Doch, ich mach noch ein Jahr. Machst noch ein Jahr Schule? Was willst du dann machen, weißt du schon? Ja, also ich habe so im Visier, Immobilienmaklerin zu werden, das zu studieren, mal gucken, wie es mit dem Sport weiterläuft. Also es hängt davon ab. Kannst du dir vorstellen, als Trainerin zu arbeiten? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich denke mal eher nicht so, dass das mein Fall ist, weil so den ganzen Tag in der Halle zu sein, das ist jetzt zwar noch ganz schön, aber dann so später das beruflich zu machen, das ist einfach nicht mein Ding, glaube ich. Ich bin Silva Müller, ich komme aus Cottbus und ich bin 15 Jahre alt. Und wie bist du zum Turnen gekommen? Zum Turnen bin ich gekommen über eine Schul-AG. Und die haben mich dann gesehen, da kam die Frau Kiesling, die hat mich dann gesichtet. Und dann habe ich hier geturnt und später bin ich dann zum Trampolin, hat mich der Uwe auch gesichtet. Wie war denn das? Also da kommt jemand und sieht dich und sagt, du bist toll, du musst zum Turnen kommen. Ja, naja, also als ich noch so klein war in der Schule, das war in der zweiten Klasse, das war halt, ich hatte halt nichts. Und als dann die Frau Kiesling kam, das war halt total toll, dass sie dann gesagt hat, dass ich vielleicht zum Turnen könnte. Und ja, und als der Uwe dann kam, habe ich mich schon total gefreut, weil im Turnen sind wir nicht so oft aufs Trampolin und dann halt jeden Tag auf dem Trampolin, das war halt cool. Das macht Spaß, ne? Trampolin macht richtig Spaß. Sehr. Und wo gehst du jetzt zur Schule? Ich gehe auf die Sportschule. Die Sportschule, ja. Genau. Und welche Klasse bist du da jetzt? Ich bin in der 9. In der 9. Klasse. Und habt ihr auch noch so Mathe, Physik, Chemie? Ja, klar. Also wir haben den ganz normalen Schulplan und halt nebenbei früh noch Training. Früh auch Training? Mhm. Früh und Nachmittag Training. Ja. Hast du denn da überhaupt Freizeit für? Ja, naja, am Wochenende. Aber so in der Schulzeit nicht so, weil früh muss man halt in die Schule, dann ist mittags Training und dann Nachmittag nochmal Schule und dann Abend Training und ist halt, ist man sehr eingespannt. Eine schöne Abwechslung. Ja. Hm.
Wenn du jetzt bei so vielen Wettkämpfen teilnimmst, gibt es denn irgendeinen Wettkampf, an den du dich ganz am liebsten erinnerst, wo du sagst, das war ein ganz toller, besonderer Wettkampf? Ja, das sind die WM und EM, bei denen ich war. Also bei der EM mussten wir mit dem Bus nach Bulgarien, weil die Wolke hier war und wir nicht fliegen konnten. Und das war halt cool, weil die ganze Delegation dann 36 Stunden im Bus, und das hat halt auch sehr zusammengeschweißt. Mhm. Ja, und das war halt auch der Wettkampf da, die Halle, das war ein total cooles Feeling. Mhm. Das war bei der Europameisterschaft? Ja. Und bei der Weltmeisterschaft, wo war die? Einmal war ich in Russland, in St. Petersburg. Mhm. Das war auch schön da. Das war halt die erste WM, wo ich war, und es war halt total aufregend. Und die letztes Jahr, die war in Metz, in Frankreich. Mhm. Und ja, also mussten wir auch mit Auto hinfahren, weil das halt billiger war. Und es war halt auch total schön, weil so die Zimmer und das Feeling in der Wettkampfhalle, wenn dann alle da so sind. Und ja, wie ist das, wenn so viele Sportler, dann kommen dann so ganz viele Trampolinsportler aus der ganzen Welt? Ja, aus der ganzen Welt. Und dann lernt man halt auch Sportler kennen aus anderen Ländern und fragt halt auch, wie die da trainieren. Und es ist halt schön, sowas zu erfahren, wie die auch in anderen Ländern so trainieren und wie weit die sind. Ja. Und hast du schon mal was gewonnen? Deutschen Meistertitel letztes Jahr. Mhm. Ja, und bei der EM bin ich mit meiner Synchronpartnerin Siebter geworden. Ja. Das ist ja ganz schön toll. Ich meine, sie kommen ja aus ganzen Ländern. Und, ja. Und du bist deutscher Meister in deiner Altersklasse geworden. Mhm. Und wo sind die Konkurrentinnen dann her aus den anderen? Ist halt Stuttgart, Nordhorn, halt so im Westen, im Ruhrgebiet. Da sind halt ganz viele Trampolinvereine und die waren halt da auch sehr gefördert. Und das schon. Und ihr trainiert jeden Tag hier? Ja. Und habt ihr eigentlich gute Trainingsmöglichkeiten hier, ne? Ja, sehr gute. Weil die Halle wurde ja jetzt auch letztes Jahr neu fertiggestellt und ist halt total schön, in so einer neuen Halle zu trainieren, wenn die anderen dann so sagen, dass sie immer Geräte ab- und aufbauen müssen, dann haben wir natürlich einen totalen Vorteil, dass sie immer aufgebaut sind und ja. Ihr könnt sozusagen gleich kommen und anfangen. Ja. Aber ihr kennt das auch, dass man irgendwo mal hinfährt und ein Gerät aufbauen muss. Ja, klar. Das könnt ihr auch noch. Ja. Ich bin die Steffi, ich bin 16 und komme hier aus Cottbus. Und wie lange bist du schon beim Sport? Oh Gott, ich denke jetzt seit 8-9 Jahren so. Wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen? Wir wurden gesichtet sozusagen. Also ja, da waren Leute von hier, waren bei uns im Sportunterricht. Die haben sich dann den Kindern rausgesucht, dann kam ich erst zum Turnen und dann zum Trampolin. Und macht das Spaß? Ja, sehr. Immer noch? Gibt es auch mal so Momente, wo du gesagt hast, ach, wenn du jetzt so lange dabei bist, jetzt macht es keinen Spaß mehr, jetzt möchte ich doch lieber Fahrrad fahren gehen, oder? Ja, so Momente gibt es immer, aber dann erinnert man sich auch wieder an die schönen Zeiten, weil es macht wirklich sehr viel Spaß und ich bereue es nicht. Und hast du auch Freunde gefunden hier? Ja, auf jeden Fall. Ja? Auch auf der Schule, also es ist toll hier. Mhm. Und wenn du jetzt schon so eine ganze Weile da bist, hast du auch an Wettkämpfen teilgenommen. Ja. Gibt es denn irgendeinen Wettkampf, an den du dich besonders gerne erinnerst? Die deutschen Mannschaftsmeisterschaften, weil die haben bisher immer gewonnen und es war ein sehr schönes Erlebnis, wenn wir dann so als Team da gestanden haben und uns alle gefreut haben. Mhm. Und die waren letztes Jahr auch hier in Cottbus, das war ein schönes Erlebnis. Und habt ihr gewonnen? Ja. Das ist unerfolgreich. Bist du schon irgendwo hingefahren, so mal in ein anderes Land? Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Holland. Ja, also war ein sehr breites Teilnehmerfeld, aber eigentlich war es sehr gut, der Wettkampf. Und auch dann, also aus den deutschen Meisterschaften, dann auch mal in so einen Länderkampf oder so? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber ich versuch's. Du versuchst es. Hm. Genau. Wenn jetzt, du gehst noch zur Schule. Ja. Ne, da hast du ja da für Schule viel zu tun. Dann kommt jetzt noch dazu der Sport. Ihr trainiert jeden Tag, habe ich gehört. Mhm. Hast du denn da noch Freizeit? Ja, also wenig, aber es ist eigentlich in Ordnung, weil die Schule ist auch so abgestimmt, dass das für uns passt. Wir kriegen relativ wenig Hausaufgaben auf oder über einen längeren Zeitraum, dass wir das einplanen können. Und am Wochenende haben wir immer frei, also kein Training, und das reicht. Ich heiße Lise Kochen und komme aus Lauchhammer und bin zurzeit im Internat. Aha, du bist zurzeit hier im Internat. Und du machst Turn? Und Trampolin, ja. Turn und Trampolin. Wie bist du denn zum Trampolin gekommen? Mein Bruder war beim Wettkampf, mein Trainingsbruder, und da hat Frau Kiesling ihn gefragt, ob er zu Bessie Cottbus wechseln möchte. Da bin ich einfach mal mitgekommen und da hat Uwe mich gefragt, ob ich Trampolin machen möchte. Aha, und hast du dann das Trampolin ausprobiert? Und ja, mir hat gefallen. Ja, hat gefallen. Und was machst du noch so? Du gehst zur Schule? Ja. Hast du noch Hobbys? Hobbys? Ja, also abends höre ich gern Musik und male auch gern. Du malst gern?
Und möchtest du mal Olympiasiegerin werden? Ja. Ja, unbedingt. Ich heiße Tomi Ritsche, komme aus Forst oder besser auch gesagt Stadt der Rosen und ich bin 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Wie bist du denn zum Trampolin gekommen? Ich bin zum Trampolin gekommen. Ich wollte erst Leistungsturnen machen, aber ich war zu schlecht, deswegen bin ich zum Trampolin gekommen. Aha. Da haben die Trampoliner gesagt, komm zu uns, bei uns bist du gut. Ja. Und macht Trampolin Spaß? Ja, der Trampolinsport macht endlich Spaß. Ja, genau. Hast du schon mal was gewonnen? Noch nicht wirklich. Noch nicht wirklich, ja. Mhm. Und wie ist denn, fährst du denn jeden Tag nach Forst nach Hause? Nein, ich wohne auf dem Sportinternat und da bekomme ich auch Essen und Verpflegung. Aha, und Schule gehst du nicht mehr? Doch, Schule gehe ich auch noch. Echt? Wann gehst du denn in die Schule? In Forst? Nein, ich gehe jetzt auch auf die sportbetonte Grundschule. Ah, auf die sportbetonte Grundschule. In welche Klasse gehst du? In die 5. In die 5. Klasse. Alles klar. Ich heiße Tina, bin 11 Jahre alt und bin eine echte Cottbusserin und ich wurde auch in Cottbus geboren. In Cottbus geboren. Und wie bist du zum Sport gekommen? Ich bin zum Sport gekommen. Meine Freundin aus der Kita Freundschaft haben früher Turnen gemacht. Und da bin ich dann zum Turnen gekommen und weil ich da eben gut war, in allen, hat meine Trainerin mich zum Trampolin geschickt. Und zum Ausprobieren. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Trampolin weitermachen wollte. Und wie lange machst du jetzt schon Trampolin? Trampolin mache ich ungefähr 3,5 Jahre jetzt schon. 3,5 Jahre schon? Hast du schon an Wettkämpfen teilgenommen? Ja, ich habe schon an sehr vielen Wettkämpfen teilgenommen und war auch bisher erfolgreich. Was hast du denn so für Preise? Nenn mal ein paar. Zum Beispiel beim Berliner Bärencup habe ich den 2. belegt. Vor diesem Wochenende hatte ich den 1. Platz. Und dann hatte ich noch einmal den 2. Platz. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr bei mir. Was machst du denn, wenn du keinen Sport treibst? Wenn ich keinen Sport treibe, dann habe ich meistens Schule oder sitze zu Hause. Punkt. Und bist du auch im Internat oder gehst du nach Hause dann immer? Nein, ich gehe dann immer nach Hause. Aha. Was möchtest du denn mal werden, wenn du groß bist? Ich möchte richtige Leistungssportlerin werden und auch bei Olympia teilnehmen. Das ist dein großes Ziel, die ja. Olympiade. Da freust du dich noch. Gut, dann drücke ich dir die Daumen, Tina. Ne? Danke. Also, ich bin 12, ich komme aus Cottbus und das heiße Vincent Elias Kugel. Und wie bist du hier zum Sport gekommen? Also, ich habe zuerst Turnen gemacht bis Mitte 5. Klasse. Dann kam ich aber nicht mehr weiter. Und hab dann mit Trampolin angefangen, weil die Voraussetzungen schon gestimmt haben für Turnen zum Trampolin. Aha. Und macht Trampolin Spaß? Ja. Ja? Hast du schon Trampolin-Wettkämpfe teilgenommen? Ja. Mhm. Also ich glaube jetzt an 4. 4 oder 5? Ja, 4 oder 5. Und schon einen nennenswerten Platz belegt? Bei meinem ersten Wettkampf 3. Ja, und das war's eigentlich so. Guten Tag, hier ist Michael Apel für Cottbus TV. Ich bin im Sportzentrum Cottbus und habe den Leiter der Abteilung Trampolin bei mir, Herrn Uwe Marquardt. Uwe Marquardt, was ist das hier für ein Gebäude? Wie ist das eigentlich hier entstanden? Ja, also das war schon immer ein Turnzentrum. In den 70er Jahren ist, glaube ich, das Gebäude entstanden. Ich kenne es damals auch noch zu meiner damaligen Turnzeit. Gut, damals habe ich für den SC Berlin geturnt und hatte natürlich hier auch Wettkämpfe hier in Cottbus und man hat das vor kurzem erst aufwendig saniert. Ich denke, Sanierungsarbeiten waren einfach notwendig und jetzt ist es eben eine neue, moderne Halle geworden. Auch wenn ich persönlich nicht ganz glücklich bin mit der Trampolinanlage, es wäre schon schön, wenn wir 4 Geräte hätten und dass 2 Geräte parallel stehen, sodass wir auch synchron üben können. Aber so sind erstmal die Gegebenheiten, die müssen wir nutzen. Und das werden wir auch und werden eben das Beste draus machen. Was habt ihr denn so an technischen Geräten hier zur Verfügung für das Training am Trampolin? Also im Trampolin selber haben wir natürlich ein eingelassenes Gerät, was eine sehr gute Hilfe ist. Wir haben gleichzeitig, was wir früher nicht hatten, eine Schaumgummigrube. Das heißt also, die Kinder können spielerisch einfach Elemente in eine Grube lernen. Sie landen weich, es gibt Polster, es gibt keinen Rückschlag vom Trampolin. Zusätzlich haben wir eine Longe, die mit Motorbetrieb betrieben wird.
Das heißt also, ich kann je nachdem, wie schwer der Sportler ist, mehr Gewicht draufpacken oder weniger an den Zugseilen und kann zusätzlich noch Schiebematten einsetzen, sodass praktisch jede Landung beim neuen Element eben gedämmt wird. Mhm. Trampolinspringen, also das habe ich jetzt gesehen können an diesem wunderschönen Gerät. Wann fangt ihr da mit den Kindern an und wie weit geht das dann eigentlich? Ja, wir haben eigentlich relativ viele Anfragen, die auch Trampolin machen wollen. Natürlich entspricht alles nicht immer unseren Erwartungen, denn ich mache nur Leistungssport und keinen Freizeitsport. Und in der Regel ist es so, alle haben mindestens 2 Jahre geturnt und wechseln dann. Und wechseln relativ gesehen, weil sie machen beides noch parallel. Also das heißt praktisch 2-mal die Woche Trampolin, 2-mal Turnen. Und dann steigert sich das ab der 7. Klasse. Wenn sie das schaffen an die Lausitzer Sportschule, dann gibt es nur noch Trampolin. Und nimmt man dann schon gleich an Wettkämpfen teil oder wird das erst so langsam aufgebaut? Ja, natürlich wird das langsam aufgebaut, aber ich bin schon bestrebt, dass jeder Aktive so schnell wie möglich an einem Wettkampf dran teilnimmt. Es gibt ja verschiedene Kategorien für Nachwuchswettkämpfe, für die ganz Kleinen, die dann P-Übungen turnen, bis hoch zu den großen deutschen Meisterschaften, internationale Aufgaben. Aber man sollte schon so schnell wie möglich Wettkämpfe turnen, das ist die größte Motivation, die man hat. Ja, weil darum geht es, wie bewege ich mich im Wettkampf und bringe ich da unter Druck meine Leistung. Und deswegen wird es relativ schnell integriert im Training selber, dass wir hier Trainingswettkämpfe machen oder eben wir verbünden uns mit Chemnitz, mit Zwickau, Berlin, dass die Nachwuchssportler da auch Wettkämpfe haben. Und habt ihr schon an richtig großen Wettkämpfen teilgenommen jetzt mit der Sektion Cottbus, sage ich mal so, und auch vielleicht ein paar Preise geholt? Ja, die Sektion gibt es seit ca. 10 Jahren und in den 10 Jahren haben wir doch relativ viel geschafft. Wir haben mindestens 1 Dutzend deutsche Meistertitel errungen für den SC Cottbus. Sportler wie Nico Gärtner haben an den Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen, wo sie auch Medaillen geholt haben. Jetzt unser Nachwuchs wie Silva Müller, Christine Kaiser damals, sind ebenfalls deutsche Meister geworden, haben den SC Cottbus oder Deutschland auch vertreten bei Länderkämpfen, wie gegen die Schweiz, gegen Portugal, England, waren auch bei den Jugendweltmeisterschaften in ihrer Altersklasse, wo sie dann auch China, Japan, USA und alles sehen. Und ich glaube, das ist eben eine sehr große Motivation und da kann man so viel Erfahrung mitnehmen, jetzt auch für das Heimtraining. Und da Hut ab, wie die Sportler das alles so bewältigen. Das sind ja keine Profis, ne? Das sind ja alles sozusagen Freizeitsportler eigentlich, die sozusagen in ihrer Freizeit das machen, sonst die Kinder, Jugendlichen gehen zur Schule, die anderen gehen dann im Studium oder im Beruf nach und trainieren in ihrer Freizeit und müssen zum Teil auch ein bisschen sich auch finanziell beteiligen, wenn sie zu so einem Wettkämpfen fahren. Ja, also momentan ist es so, dass alle Wettkämpfe durch die SC Cottbus, durch viele Sponsoren unterstützt werden. Aber es gibt gewisse Maßnahmen wie Jugendweltmeisterschaften oder eben deutsch-französische Lehrgänge, die bezuschusst werden, aber nicht zu 100%, sodass die Eltern oder der Verein da noch mithilft, dass die Kinder eben wirklich optimal eben ihre Wettkämpfe nachgehen können. Gibt es denn irgendeinen Wettkampf oder ein Wettkampferlebnis, irgendeine Reise in irgendein Land, was so besonders hervorzuheben ist, wo du dich besonders gerne daran erinnerst? Für mich persönlich gibt es natürlich viele Wettkämpfe. Ich habe viele Europa- und Weltmeisterschaften besucht. Natürlich ist das immer ein Highlight, wenn man mal nach Kanada oder Australien kommt. Und wenn man nach der Weltmeisterschaft das verbinden kann, dass man da eben noch 1-2 Wochen Urlaub macht, ist das natürlich immer eine schöne Sache. Das waren schon schöne Erlebnisse, aber auch, sag ich mal, in Europa gibt es eben sehr schöne Wettkämpfe. Für die Kinder sehr gut ist der internationale Ostseepokal, wo ca. 5 bis 8 Länder vertreten sind, dass man eben da mal was sehen kann. Oder eben in Schweden, die Volten Cup war eben auch immer ein sehr, sehr schöner Wettkampf, wegen der Atmosphäre, sehr familiär. Viele Nationen, was ich immer geliebt habe, mit mehreren Nationen mich zu messen. Und das waren eben tolle Erlebnisse. Wie ist das, wenn irgendwann der Leistungssport geht ja irgendwann zu Ende, der Körper macht nicht mehr so mit, man wird älter. Gut, dann hat man das Gute, man kann Trainer werden, Übungsleiter oder vielleicht Sportmanager oder so. Aber gibt es denn auch so noch eine Möglichkeit, dann trotzdem noch weiter den Sport zu betreiben, also Trampolin zu springen vor Leuten? Ja, natürlich gibt es sowas. Also jetzt, wir machen ja zwar nur Leistungssport, aber auch wenn Leute jetzt aufhören,
Sie können eine Übungsleiterlizenz machen, Sie können den Trampolin-Treu machen, indem Sie Kampfrichter sind, sich weiterbilden, dass Sie auch bei deutschen Meisterschaften oder so werten können. Also da, oder Sie machen ein paar Shows, das heißt also, wenn Sponsoren was brauchen oder irgendwo in Cottbus sind Jubiläen, kann man da eine Trampolin-Show mit integrieren. Also es ist alles machbar. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch für eine Veranstaltung, wo man ein schönes Show-Element haben will, muss nicht immer in eine Schlagersängerin sein oder eine Band. Es könnte auch mal eine Trampolin-Nummer sozusagen zu zeigen sein. Das würde gehen. Das würde gehen. Ja, wenn es die Platzbedingungen und die Höhe hergibt, ist das jederzeit machbar. Ich habe da gehört, beim Brandenburg-Tag beim letzten wart ihr dabei gewesen. Ja, auch beim Bundespräsidenten waren wir, also wir haben schon ziemlich viel gemacht. Ja, da war natürlich sehr schön, wie die Häuser belichtet waren und wie jede Show an und für sich eben individuell eingeleuchtet ist, wie man mit dem Licht spielt, dass eben alles schön rüberkommt. Und auch für solche besonderen Anlässe lassen wir uns natürlich auch was einfallen. Das heißt, dass wir auch natürlich einen Anzug tragen. Mhm. Ja, und je nachdem, wo was gebucht wird, ob es lustig sein soll oder mit Kindern verbunden sein, werden wir natürlich kreativ sein und was gestalten können. Das kann man machen. Also es geht also auch mal über den Wettkampfsport hinaus, in die in die Öffentlichkeit sozusagen, auch um Werbung machen für den Sport, weil Sponsorenunterstützung könnt ihr ja immer gebrauchen, ne? Das können wir immer gebrauchen, ja. Momentan bekommen wir jetzt in diesem Jahr noch neue Trikots. Für die Abteilung Trampolin ist die Brust noch frei und wir sind immer für jede finanzielle Unterstützung dankbar. Also potenzielle Sponsoren seien daran jetzt nochmal hier erinnert, wenn Sie also sozusagen noch Mittel frei haben oder Ihr Steuerberater Ihnen gerade sagt, da muss nochmal Kosten gemacht werden, dann vielleicht eine Unterstützung für die Abteilung Trampolin beim Sportclub Cottbus. Dankeschön. Danke auch.